Alle Minuten gibt's heute wieder mal Back-to-Back. Heute auf dem Zweitkanal ist gerade eben auch ein Pokémon-Minuten online gegangen. Link dazu in der Videobeschreibung. Dies ist eine Fanzusammenfassung, die nur zur Unterhaltung dient und die Originalserie My Hero Academia nicht ersetzen soll. My Hero Academia gehört Shueisha, Studio Bones und Koei Horikoshi. Bitte unterstützt die offizielle Veröffentlichung. Nachdem All Might also plus Ultraschellen verteilt hat, finden wir uns 2 Tage später im Klassenzimmer wieder, wo die Mumie Eis aber uns mitteilt, dass die Klasse nun das Schulenexamen ablegen soll. Die Olympischen Spiele, also die echten, wurden nämlich von dem UA-Sportfestival ersetzt. Aber hey, ich find's auch interessant, an 2 15-Jährigen dabei zuzuschauen, wie sie sich die Köpfe einhauen, als zu sehen, wer beim Laufen am meisten gedopt hat. Ach ja, es gibt auch noch eine Filler-Recap-Folge am Pool, aber die ignorieren wir. Wenn die Schüler bei den Spielen gut abschneiden, bekommen sie die Chance, von Helden wie Jeanshose, Khaleesi oder Saitama zu lernen. Ochakus Gesicht scheint dabei auch mehr töten, als gewinnen zu wollen. Deku fragt sie dann, warum sie Heldin werden möchte. Geld. Naja, das kann man ja nicht wirklich verübeln. Aber ihr Flashback zeigt, dass sie nur Geld verdienen möchte, damit ihre Eltern ein schönes Leben haben. Ihren Frau. Dann lädt All Might Deku-Senpai auf ein Date ein. Er erklärt sein neues Limit, 50 Minuten. Und er macht Izuku Mut. Er soll bei den Spielen zeigen, dass er die neue Nummer 1 ist. 2 Wochen Training vergehen also und naja, Izuku hat seinen rechten Arm auch für andere Anlässe trainiert. Um die anderen beiden höheren Jahrgänge juckt sich auch niemand, deshalb schauen wir kurz rein. Ach ja, das ist ja Saitama, der wie immer alle fertig macht. Also, zurück zum ersten Jahrgang. Da Deku eine All Might Sonderbehandlung bekommt, sagt Todoroki auch hier, dass er sich All Mights Liebe erkämpfen wird. Glaube ich jedenfalls. Es geht also endlich los. Das Design der Moderatorin Midnight schreit auch nach Horikoshi, der irgendein Trauma verarbeiten muss. Bakugo soll dann auch vor allen sprechen. Mein Name ist Sasuke Uchiha. Wir legen los mit Prüfung 1, das Hindernisrennen. Todoroki vereist alle und geht vor. Auch die Roboter haut er weg und bleibt vorne. Er hat einen Vaterkomplex. Kein Wunder, dass er hier Stärke plus 5 hat. Bakugo stört es aber nicht, er schießt sich über die Roboter. Hunters Fähigkeit ist wie schon erwähnt, Tape, erste ideale Amazon-Mitarbeiter. Tokuyami ist dabei im Prinzip das Kind von einem Menschen und den Raben, den Itachi Naruto gelagert hatte. Deku, der seine Kräfte aufspart, kämpft auf Captain America-Basis mit dem Schild des Roboters. Dann kommen sie ins Gebirge, wo Goku und Vegeta kämpfen. Dort müssen sie irgendwie rüberkommen. Auftritt Hatsume Mei. Sie ist aus der Technikabteilung und bahnt sich mit ihren Babys den Weg durch. Todoroki und Bakugo liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen und wir erfahren, dass Todoroki der Sohn des zweitstärksten Helden ist. Aber wie wir aus SpongeBob gelernt haben, zählt nur die wahre Nummer 1. Sie kommt zum letzten Hindernis, den Minen. Doch Deku trickst alle aus. Er sammelt die Minen vorsichtig und benutzt sie als Antrieb. Eigentlich kopiert er hier nur Bakugo und erkämpft sich damit die Spitze. Und um diese auch zu behalten, löst er bei der Landung noch eine weitere Mine aus und wird tatsächlich Erster. Weswegen seine Mutter beinahe gestorben wäre. Ich will nur kurz anmerken, dass Ida, der eine Fähigkeit hat, naja, ich weiß auch nicht, die ihm beim Laufen hilft, hier verkackt hat. Wow. Und Horikoshi, das, was du mit Mineta zeichnest, ist hochgradig pervers. Die ersten 42 haben sich also weiter qualifiziert. Jetzt kommt der Reiterkampf, in dem jeder Platz von der Vorjährigenrunde 5 Punkte aufsteigend wert ist. Außer der Platz 1, der ist 10 Millionen wert. Ja, Deku, das hast du wunderbar gemacht. Sie bilden zu viert ein Team und zählen die Punkte zusammen. Der Reiter trägt dann das Stirnband. Horikoshi wollte wohl ein wenig für die Inspiration dieses Arc Danke sagen. Mit Deku will sich keiner zusammentun, außer Ura Baker, deswegen entwickelt Deku eine Wasserfähigkeit. Dekus Blick macht mir dabei auch etwas Sorgen. Und hey, Ida, doch Eier, er will sein Mann stehen und gegen Deku kämpfen, indem er sich mit dem Zweitbesten zusammentut. Ja, das mit den Eiern können wir wieder streichen. Hatsume Mei schließt sich auch Deku an, so wie Itachis Rabenneffe. Mit dem Jetpack und Tokuyami ist auf jeden Fall für eine Fandike-würdige Abwehr gesorgt. Das macht Ochako auch ein klein wenig eifersüchtig. Dann greift auch Shumezu mit seinem Überraschungseis sofort an. Selbst Bakugos Angriff geht daneben und er verliert sein Stirnband gegen einen Schüler von Klasse B. Außerdem kommt es auch sehr, sehr schnell zur Todoroki-Deku-Auseinandersetzung. Kaminari schockt alle und Todoroki friert sie ein. Das Licht ist hier auch ein Hardcounter gegen Tokuyami. Wir lernen auch Monomas Fähigkeit kennen, Copycat. Was Bakugo natürlich explosivartig auf die Eier geht, weswegen er einen Alleingang startet und sich 2 Bände zurückholt. Und auch das letzte von Monoma krallt er sich. Mit einem Ida-Überraschungsboost holt sich Todoroki das Stirnband von Deku und deswegen geht er in seine letzte Offensive. Er schlägt nämlich neben Todoroki, um ihn, naja, mit seiner Power nicht zu töten. Deku gelingt es, das oberste Stirnband zu schnappen. Doch da Momo sie gemischt hat, ist es nicht 10 Mios wert, sondern nur 70 Punkte. Also wird Team Shoto Nummer 1, Bakugo Nummer 2, Shinzo Nummer 3 und wegen Ehrenrabenboy wird Team Deku 4, da er sich noch ein Stirnband geschnappt hatte. Todoroki gibt dann Deku Props und denkt, naja, dass er All Mights Kind ist. Was Deku abstreitet, aber die Weihnachtsfotos sagen was anderes. Endeavor trifft hier auch auf All Might, seit 10 Jahren sehen sie sich wieder und Endeavor sagt hier, dass seine Frau im Grunde eine Brutmaschine ist, um den stärksten Helden zu erschaffen. Ja, das ist gar nicht krank oder so, aber diese Zwangsheiraten und Fähigkeiten zu craften, gibt es wirklich in Hiroakas Welt. Todorokis Mutter war sogar so gut gelaunt, dass sie heißes Wasser auf ihren Sohn gegossen hat. Aber hey, dafür sieht er heute fresh aus. Und ja, deswegen benutzt er nicht die Power seines Vaters. Sollte logisch sein. Deku ist sehr mitfühlend und seine ersten Gedanken sind hier, dass diese Backstory zu einem Protagonisten aus einem Comic passen würde. Der Typ kommt aus einer kaputten Familie, hat eine Narbe
von seiner Mutter und sein Vater würde vermutlich seinen Körper übernehmen, wenn er könnte. Verdammt, Deko, wenn du Held wirst, solltest du lieber eine Maske tragen und kein Wort mehr sagen. Ach ja, Bugboy hört auch mit. Deko lässt sich aber nicht entmutigen und erwidert die Herausforderung von Todoroki. Dann gibt es Cheerleader Fanservice. Die Editoren des Jump Magazine haben mal wieder zugeschlagen. Damit geht es in die Kampfrunde. Schwanzboy gibt auf, da er die letzte Runde nicht mal mitbekommen hat. Aus Respekt gegenüber der Straße hat er sich zurückgezogen. Da noch jemand aufgibt, kommt Tetsu und ein Random dazu. Es kommt also eine Erholungsrunde und eine Fehlerrunde für die Ausgeschiedenen. Und wer macht die Arena für die Kämpfe, Leute? Niemand anderes als Best Boy Ehrenklotz Cementos. Deko stellt sich also als erstes Shinzo. Ich glaube hier wirklich, dass Shinzo jemand ist, der aus der Naruto-Universum gekommen ist, denn Izuku wurde in seinem Sharingan-Genjutsu gefangen. Seine Fähigkeit ist Gehirnwäsche. Wenn jemand auf ihn antwortet, kann er ihn, naja, kontrollieren. Er ist nur in der Allgemeinfakultät, weil er in der Prüfung nicht punkten konnte. By the way, Schwanzboy hat sogar Deko die Fähigkeit vorher erklärt, trotzdem hat er verkackt und hat auf Shinzo geantwortet. Aber der Avatar-Zustand rettet ihn nochmal, er hält an und die Finger werden ihm gebrochen, um wach zu werden. Danach war der Kampf ein Kinderspiel. Shinzo bekommt aber Respekt von der Crowd und schwört, ein Held zu werden. Er setzt auch Deko kurz unter ein weiteres Genjutsu und Horikoshi baut ihn als möglichen Antagonisten auf. Was ist hier los? Wie dem auch sei, weiter im Text. All Might erklärt dann, dass es kein Aspel war, sondern dass Dekus Wille alleine so stark war, dass er die Gehirnwäsche brechen konnte. Todoroki und Endeavor haben auch ein sehr gutes Vater-Sohn-Verhältnis. Ich meine, wer nennt seinen eigenen Sohn nicht? Mein Meisterwerk! Todoroki fängt dann im nächsten Kampf den kleinen Amazon-Lieferjungen. Pikachu verliert dann auch gegen Pisazam. Hatsume hat Ida Items gegeben und den Kampf für eine Dauerwerbungssendung genutzt. Also gewinnt Ida. Aber sie hat genug Promo bekommen. Mina gewinnt auch gegen unseren Lieblingsfranzosen. Rabenboy hat Momo auseinandergenommen und Tetsu und Kirishima haben dann wohl den männlichsten Jojo-mäßigsten Fight, den man haben kann, der durchs Andrücken entschieden wird, wenn sie wieder wach werden. Ochako, die Strategien von Deko abgelehnt hat, stellt sich nun Bakugo. Sie greift sofort an, aber steckt auch einen Treffer ein. Naja, eigentlich wirft sie nur ihre Jacke als Köder. Hätte sie diesen Trick mit ihrem Top nochmal verwendet, hätte sie vermutlich gewonnen. Bakugo wählt seine Angriffe hier mit Bedacht, denn er unterschätzt Uraraka keineswegs. Also muss sie weiter einstecken. Doch Urarakas Plan geht auf. Die Bruchstücke der Arena ließ sie schweben und diese fallen jetzt alle herunter. Doch Bakugo hat das geahnt und Feine flasht alle Steinchen kaputt. Sie fällt um, möchte weiterkämpfen, kann aber nicht, weswegen Bakugo diesen Kampf gewinnt. Aber Props an Uraraka für diesen unglaublich guten Fight. Kirishima gewinnt dann übrigens auch das Armdrücken. Ochako wird von Deko getröstet und als Deko den Raum verlassen hat, sehen wir Ochako, dass sie weinend mit ihrem Dad redet. Mein Herz schmerzt. Deko trifft dann auf Endeavor, der sich einen guten Kampf für sein Experiment Todoroki wünscht. Doch Deko schult ihn, denn er selbst ist nicht All Might, genauso wenig wie Todoroki Endeavor ist. Der Kampf der beiden beginnt und Deko muss einfach seine Finger opfern, um anzugreifen. Das Ganze wird zu einem Ausdauerkrieg zwischen Todorokis Eis und, naja, Dekos Fingerchen. Mit dem Überraschungsmove hätte Deko Todoroki beinahe aus der Arena gefickt, doch der kann sich mit Eis nochmal retten. Deko ist zu tollem Nachteil, aber er fordert trotzdem die Feuerseite von Todoroki. Er soll mit allem kämpfen, was er hat. Doch er weigert sich und fühlt sich selbst weiter ein, weil er das Eis nicht kompensieren kann. Deswegen gibt Deko ihm eine Bombe mit seiner gebrochenen Faust. Und ich hoffe, dass euer Daumen auf dem Video hier genauso benutzt wird wie der von Deko. Todorokis Flashback ist auch echt böse. Sein Vater hat ihn von seinen Brüdern getrennt, mit 5 hat er schon Schläge kassiert und da Todoroki wie sein Vater aussieht, hat seine Mutter Wasser über ihn geschüttet. Wie schlimm kann eine Ehe sein, dass so etwas passiert? Chichi ist eigentlich immer ziemlich cool geblieben, als Son Goku seinen Sohn mitgenommen hat, um Jahre mit ihm zu trainieren. Wie dem auch sei, Deko macht ihm dann klar, dass er selbst ist und nicht gefangen ist im Schatten seines Vaters. Deswegen zeigt er auch seine Feuerseite, was seinen Vater besonders freut. Shoto bedankt sich bei Deko und geht in den Final Clash. Wenn Cementos und Midnight nicht gewesen wären, hätten sie sich vermutlich gegenseitig umgebracht. So gewinnt Todoroki also das Match, weil Deko ohnmächtig außerhalb des Ringes. Dann kommt Todoroki auch seinen Dad. Und wisst ihr noch, als gesagt wurde, dass Deko auf seine Arme aufpassen sollte? Ja, so viel dazu. Er scheidet also unter den besten 8 aus. Aber ich hoffe, dass seine Karriere nicht so weitergeht wie die von Ash. Ich werde ihn die Champion catchen. Deko erfährt auch, dass All Might selbst ohne Fähigkeit war und obwohl sein Meister eine hatte, wurde All Might damals als Nachfolger ausgewählt. Ich kenne aber so einen anderen Dude in der 3. Klasse, der, ja, ziemlich stark gewesen wäre mit deiner Fähigkeit All Might. Nur so fürs Protokoll. Kikli, also Ida, hat dann auch gegen Pisazam gewonnen. Bakugo hat Kirishima zerbombt und da Todoroki schlechte Laune hat, hat er Ida in der nächsten Runde aus dem Leben genommen. Dann sehen wir den Heldentöter, der, naja, seinen Job gemacht hat. Auch Fumikage wird fertig gemacht und es kommt zum Finale. Bakugo gegen Todoroki. Tenya bekommt einen Anruf, dass seinem Bruder etwas passiert ist. Bakugo trifft dann vorher Todoroki und jetzt gibt's ein kleines Ratespiel. Was hat Bakugo gemacht? A. Ihn angeschrien, B. Ihn angeschrien, C. Ihn angeschrien, D. Deko beleidigt. Richtig, keins von denen. Er hat ihn höflich viel Glück gewünscht. Todoroki beginnt den Kampf dann mit einem Eisgletscher, doch gegen Bakugo bringt das hier gar nichts. Und dieser merkt, dass hier was faul ist. Bakugo ist sauer, er will den totalen Sieg, doch Todoroki weigert sich, sein Feuer einzusetzen. Todoroki ist nämlich im Zielspalt und weiß nicht, ob es richtig oder falsch ist, sein Feuer zu benutzen. Er ist nicht bei der Sache, also hat Bakugo leichtes Spiel. Bevor Bakugo ihn dann töten kann, wendet Midnight den Kampf. Bakugo hat gewonnen.
Das Finale war irgendwie nicht so der Climax, aber vielleicht haben die zweiten Sportspiele mehr zu bieten. Und ja, wie gesagt, Bakugo hat zwar gewonnen, aber er war etwas sauer über den Sieg. Verdammt nochmal, holt mich hier raus, ich mach die kalte Pizza neben mir wieder warm. Bei der Siegesehrung umarmt All Might Todoroki, und da das vermutlich seine erste Umarmung gewesen ist, würde Endeavor, wenn er ihn umarmt würde, wieder den Platz 2 belegen. Wir sehen Tenya, der im Krankenhaus angekommen ist und seinen Bruder sieht, dessen Heldendasein vermutlich für immer zu Ende ist. Todoroki versucht sein inneres Chaos zu beseitigen und geht seine Mutter besuchen. Urarakas Eltern sind so stolz, dass sie zu ihr gegangen sind, um mit ihr zu feiern. Und Bakugo, der tötet seine Bakterien in seinem Mund. 2 Tage später geht es wieder in die Schule, Deku bekommt Props in der Bahn und Ida scheint es wieder besser zu gehen. In der ersten Stunde haben sie Heldenlogie und sollen sich Heldennamen wählen. Bei der Nominierung für die Praktika wird klar, dass 2 besonders weit oben sind. Und Momo, die nichts gerissen hat, hat komischerweise 108 Nominierungen. Ich frage mich, ob da vielleicht andere Gründe der Faktor sein könnten. Kommen wir also zu den Namen. Mina hat sich mit ihrer Fanservice-Rolle abgefunden und nennt sich Alien Queen. Aber wegen Copyright geht der Name nicht klar, also wählt sie Pinky. Froppy sollte logisch sein, Kirishima ist Red Riot wegen einem alten Helden. Wir haben F von Jack, Tentacles, Cellophane, obwohl ich Amazoni besser gefunden hätte. Tailman, wow, wie kreativ. Jojo, Charge, Zuma, Invisible Girl, was eine Überraschung. Momo ist Creative, Shoto bleibt... Tokuyami macht seinen Onkel Itachi mit Tsukuyomi stolz, Grape Juice ist Mineta, das Kind, was niemand juckt, heißt Anima und Ochaku ist Uravity. Da Tenya den Namen seines Bruders Ingenium noch nicht fortführen will, wählt er Tenya. Deku bleibt bei Deku und Bakugo, der nicht Explosionskönig Kill werden konnte, wird Kachan. Aber das erfahren wir auch erst ein bisschen später. Es geht also nun in die Praktika. Schreibt mir gerne eure Lieblingspraktikum-Story in die Kommentare. Deku kommt zu All Mights Klassenlehrer Gran Torino. Er kommt aus dem Ruhestand zurück. Und Ida ist besonders ready für sein Praktikum. Das sieht mir nach dem klassischen "Mein Name ist Sasuke Uchiha und ich werde nur meine Familie rächen" bei meiner Ehre. Blick aus. Dekus Chef für das Praktikum ist auch schon tot. Ach nee, der ist nur auf Ketchup ausgerutscht. Aber wie das immer in Anime ist, ist er kein alter Greis. Er ist noch voll in Form und will kämpfen. Bei der Lungenuntersuchung kam auch raus, dass 4 weitere DNA-Spuren gefunden worden sind. Es muss jemanden geben, der Fähigkeiten frei zuweisen kann. Zurück bei Deku hat dieses ein Kostüm angezogen, was nun endlich ernst zu nehmen aussieht. Vielen Dank dafür. Aber die Miniaturversion von Jiraiya macht Deku trotzdem fertig. Deku ist zu steif und macht sich viel zu viele Gedanken um One for All und soll seine eigene Antwort auf Stärke finden. Wow, das hört sich hier nach einem Ultra-Instinct-Training an. Idas wahres Motiv kommt auch zum Vorschein. Er jagt Stain. Deswegen hat er ein Praktikum in der Nähe des Vorfalls mit seinem Bruder gewählt. Stain trifft sich auch mit Shigaraki, doch seine Art und Weise kotzt ihn an. Bakugo, der bei Jeans Kun chillt, soll umgekrempelt werden. Kirishima trifft seinen Bro wieder, Uraraka nennt ein wenig Taiyo zu, Momo und Kenos Stärken werden im Praktikum mal wieder sehr stark hervorgehoben und Deku kam auf eine Antwort und geht es nun einfacher an. Er versteckt jetzt nicht nur eine Stelle, sondern den ganzen Körper und dieses Mal 5%, damit er die Kraft besser regulieren kann und kämpfen kann, ohne sich alles zu brechen. Wir erfahren auch, dass All Might's Training etwas anders war. Gran Torino hat ihn so lange auf die Fresse gegeben, bis er es hinbekommen hat. Alte Schule. Halt. Mit einer Mikrofälle bringt Gran Torino ihm eine weitere Lektion bei. Deku versteht, dass er die Kraft regulieren muss und auf den gesamten Körper ausbreiten muss. So kann er es richtig verwenden. Also wird er zum Super Saiyajin Green Kaioken. Glaube ich jedenfalls. Mit One for All Full Call geht er nun ins Training mit Gran Torino. Er soll ihm einen Treffer verpassen. Er hat sich klasse geschlagen und ist nicht wiederzuerkennen, aber schafft es nicht, den Treffer zu landen. Naja, man sollte aber nicht vergessen, dass er es hier geschafft hat, Gran Torino zu streifen. Bei dem Date von Shigaraki und Stain lief es dann doch nicht so gut. Stain und Shigarakis Ideologien gehen zwar auseinander, denn Stain will die möchtegern Helden, die nur auf Ruhm und Geld aus sind, beseitigen und Shigaraki will alles im Erdboden gleich machen. Aber im Punkt zur Gesellschaft zerschlagen gleichen sie sich, also gehen sie eine Allianz ein. Und bei Idas Blick glaube ich langsam wirklich, dass er ein Uchiha ist. Deku und Gran Torino fahren dann nach Shibuya für Praxisübungen. Idas Praktikumleiter checkt auch, warum Ida bei ihm ist. Er will ihm den Hass und Groll ausreden, doch Ida ist fest entschlossen. Ich will auch kurz anmerken, dass Deku auf WhatsApp ein All Might Profilbild hat. Dekus Zug wird dann von Nomus angegriffen, weswegen Gran Torino sofort losstürmt. Tenya trifft doch endlich auf Stain. Ich frage mich wirklich, was wir jetzt für einen Insane-Kampf bekommen werden. Ja, der bekommt sofort eine Stelle von Stain. Gran Torino bekommt in der Stadt auch Support von Endeavor, der das Nomo-Ding wegfegt. Übrigens, diese Nomos sind nicht mal im Ansatz so stark wie der Nomo, den wir letztes Mal gehabt hatten. Und ja, nach dem ganzen Gelaber bekommt Tenya von Stain eine übertriebene Abreibung, wie eben schon erwähnt. Tenya beweist wieder mal, dass Stain recht hat. Ein Mensch liegt hier im Sterben, weil Tenya egoistisch gehandelt hat. Doch wenigstens gibt es einen richtigen Helden in der Gasse. Deku schaltet ein, um Ida zu retten. Er konnte so schnell hinkommen, weil er wusste, dass Stain in Gassen agiert und auch wusste, dass beide, Stain und Tenya, in der Stadt sind. Deku hat zwar Angst, weil Stain der Real Deal ist, doch er stellt sich ihm, da Ida sich nicht bewegen kann, da Stains Fähigkeit ihn lehnt. Deku weicht Stains Move aus und gibt ihm sofort einen Konter mit auf den Weg. Doch dabei hat Stain ihn abstechen können und durch sein Blut kann er Deku nun lahmlegen. Deku hat sich über den Respekt von Stain erkämpft, er möchte ihn am Leben lassen. Doch dieses Mal rettet sie Todoroki, da Deku schlau genug war, vor dem Kampf seine Koordinaten in die Gruppe zu posten. Und Todoroki ist hier heiß als auch kalt. Doch Stain zeigt, dass er ein Profi ist, er verwundet Todoroki sofort, doch dieser kann gerade noch so ausweichen. Da Deku die Blutgruppe 0 hat, kann er sich früh befreien und Todorokis Tod verhindern. Stain kann nämlich 8 Minuten leben und je nach Blutgruppe sinkt die Zeit. Wir erfahren dann von Todoroki, dass er mit seiner Mutter wieder cool ist und sogar in die Agentur seines Vaters gegangen ist, um zu sehen, ob er wirklich die Nummer 2 der Helden ist. Dank Todorokis Worten fasst sich auch Tenya mal und macht seinen Bruder stolz. Diesmal rettet er Todoroki. Stain macht also ernst, Tenya fängt die Messer von ihm ab, damit Todoroki
Sasuke sein Bein runterkühlen kann. Er macht sich also zum Finale bereit. Mit diesem Kick macht er sogar Sanji stolz und Deku steuert auch nochmal eine fette Faust dazu. Wir sehen dann Gran Torinos Fähigkeit. Er kann Luft, die er einatmet, aus seinen Fersen schießen. Zusammen mit Endeavor erledigen sie einen Nomo. Wieder zurück zum Abgeschehen können sie mit einem weiteren Angriff von Todoroki Stain bezwingen. Gran Torino trifft wieder auf Deku, aber die Freude hält nicht lange. Ein Nomo schnappt sich Deku. Übrigens, es ist bestätigt, dass dieser Nomo hier das kleine Kind ist, was bei Bakugo gechillt hat und Deku gemobbt hat. Deku wäre hier vermutlich in die Finger des Gegners gekommen, aber Stain mischt sich ein. Er löst sich von seinen Fesseln und bringt den Nomo um Deku zu retten. Wenn Stain nur wüsste, dass er hier das zukünftige Symbol des Frieden gerettet hat. Stain sagt dann, dass der Einzige, der ihn töten darf, All Might ist. Er ist nämlich ein wahrer Held. Er bleibt stehen und verlor das Bewusstsein, seine Rippen haben nämlich seine Lunge durchbohrt. Am nächsten Morgen bekommen sie von einem Bullen Besuch. Ein Hund halt. Nein, im Ernst, das ist wirklich ein Hund. Er gibt ihnen zwar Props, doch da sie die Regeln gebrochen haben, können sie den Vorfall nicht publik machen. Dann müssen sie nämlich bestraft werden. Also bekommt Endeavor die vollen Credits für den Stain-Vorfall. Shigarakis Nomos sind hier zweitrangig, Stain bekommt die volle Aufmerksamkeit, was sich für Shigaraki aber noch lohnen soll. Zurück zu den anderen Praktikern. Bakugo ist wieder fresh unterwegs, Momo und Kendo werden für Werbezwecke missbraucht und Deku hat sein erstes Telefonat mit einem Mädchen. Idas Hand scheint bleibende Schäden davon zu tragen, doch diese kann man operieren. Aber wie erwähnt, er macht den Sasuke, er lässt den Arm noch so wie er ist, bis er ein richtiger Held geworden ist. Todoroki, der Spaß, denkt, sein Schicksal sorgt dafür, dass sich alle an der Hand verletzen. Der wahre Comedy King Todoroki kommt auch langsam zum Vorschein. Im Anruf mit Gran Torino macht er einmal klar, dass die kleine Flamme von Stains Ideologie ein Feuer des Bösen auslösen wird. Das Böse vereint sich zusammen, um ein Ziel zu erreichen. All for One wird sich bald in Bewegung setzen. Wir erfahren auch mehr über Stain, da ein Video publik gemacht worden ist. Stain war auch auf einer Heldenschule, aber als er sah, wie korrupt das Heldensystem ist, entschied er sich anders. Helden dürfen nur diejenigen sein, die sich komplett aufopfern. Stain hat hier eine Riesensache gestartet. Deku verlässt Gran Torino wieder und fragt sich, warum ein so starker Held nicht berühmt ist. Den ganzen Grund droppt er nicht, aber Torino scheint sich mehr auf die Ausbildung konzentriert zu haben. Zurück in der Klasse reden alle über ihr Praktikum. Auch Tsuyu, die eine ganze Filler-Folge bekommen hat, die ich natürlich bewusst weggelassen habe. Sie reden auch über Stain und ja, Denki findet ihn ganz cool. Mal sehen, ob das noch wichtig sein könnte. Da sie dann Sportunterricht haben, spielen sie Badminton. Nein, aber den Schwachsinn mussten wir im Sportunterricht immer machen. Sie machen hier einen Wettlauf. Alle in der Klasse disrespekten Deku, dass er nicht gewinnt. Doch er zeigt es ihnen. Ach ja, und er hat damit wieder mal Bakugo kopiert. Dann rutscht Deku aber doch nochmal aus und wird letzter. All Might gibt ihm dann aber Props und will mit ihm über All for One reden. In der Umkleide will Mineta spannen, weswegen Kyoka seine Augen aussticht. All Might erklärt erstmal Deku, dass Stain nicht seine Fähigkeit hat, auch wenn er seine DNA, also sein Blut, abgeleckt hat. Denn er muss die Fähigkeit bewusst weitergeben, damit das Ganze funktionieren kann. Er verrät den Ursprung von One for All, sie stammt aus All for One. Ich weiß, das Ganze ist verwirrend, aber ich werde mein Bestes geben, um euch das komplett zu erklären. All for One kann nämlich Fähigkeiten stehlen und übertragen. Als das Paranormale damals nicht normal war, konnte ein gewisser Mann die Leute mit Fähigkeiten um sich bringen und so wurde er zum mächtigsten Mann Japans. Das war All for One. Dieser böse Typ hatte einen Bruder ohne Fähigkeit, er war zwar schmächtig, aber hatte nur Gutes im Sinne. Als sein Bruder ihm gewaltsam eine Fähigkeit zuwies, die Kraft anhäufen soll, erweckte sich etwas in ihm. Der Ursprung von One for All. Anscheinend hatte der jüngere Bruder schon eine Fähigkeit gehabt, nur war das niemandem aufgefallen. Deswegen mutierte seine Fähigkeit so zu One for All. Er soll wohl die Fähigkeit gehabt haben, sich selbst weiterzugeben und deswegen wird One for All immer stärker und kann weitergegeben werden. All for One lebt immer noch, er hat wohl eine Fähigkeit, die das Altern verhindert. Und selbst nach dem Kampf gegen All Might hat er das überlebt. Deku sagt, dass er die Aufgabe annimmt, solange er nämlich All Might hat, kann er alles schaffen. Oh ja, diese Worte habe ich in Anime schon oft gehört und ich glaube, wir alle wissen, wie das Ganze endet. All Might wollte ihm sagen, dass er vielleicht nicht immer für ihn da sein kann, aber er zögerte. Aizawa sagt dann in der Klasse, dass sie ins Sommertrainingslager fahren, doch wenn nicht genug Punkte bei der Semesterabschlussprüfung hat, darf nicht mitkommen. Dann sehen wir zum ersten Mal All for One, der Shigaraki seine Nachfolge anvertraut und mit einem komischen Doktor redet. Ich frage mich wirklich, wer das wohl sein könnte. Wir springen also zu der letzten Juniwoche und wir sehen die Prüfungsergebnisse. Die schlecht abgeschnitten haben, müssen bei Momo lernen. Kendo weist ihre Klasse zurecht und liegt die Information, dass eine Kampfprüfung kommen wird. In der Klasse dreht Bakugo dann durch und sagt, dass er den Abstand zwischen ihm und Deku vergrößern wird. Ja, viel Glück damit, Bakugo. Deku kann so ziemlich alles mit seiner Fähigkeit und ich weiß nicht, ob du mit deiner Wunderkerze da mithalten kannst. Wir kommen also zum Praxistest, der dieses Mal nicht mit Robotern ist, da sie aufgrund der aktuellen Lage die richtigen Kämpfe vorbereiten wollen. Also geht es gegen die Lehrer. Deku muss hier mit Bakugo gegen All Might ankommen. In 30 Minuten sollen sie dem Lehrer entweder die Handschellen anbringen oder entkommen. Und damit All Might sie nicht tötet, legt er sich Gewicht an, das Doppelte von seinem eigentlichen Gewicht. Und ja, die beiden konzentrieren sich dann eher darauf, sich gegenseitig auszuschalten. Deswegen verwüstet All Might als Weckruf die ganze Stadt. All Mights Angriff macht sogar mir als Zuschauer Angst. Er fängt den kleinen Bakugo, doch dessen Sieges ist ungebrochen. Deku weicht dann aus und kommt Bakugo in die Quere. All Might fängt dann Deku und gibt Bakugo mal eine richtige Bombe zum Schmecken. All Might bemerkt, dass Bakugo eingeschüchtert ist aufgrund Dekus schnellen Wachstum. Bakugo möchte nicht auf Deku angewiesen sein und deswegen scheuert Deku ihm einen, weil er nicht hören konnte, dass Bakugo lieber verliert, als mit Deku zusammenzuarbeiten. Dann fliehen sie. Für Deku ist Bakugo derjenige, der niemals aufgibt, deshalb konnte er diese Worte nicht hören. Die tricksen dann All Might aus, Bakugo spielt den Köder und Deku kommt aus dem Hinterhalt mit Bakugos Geschoss. Bei dem Angriff bemerkt Deku mal den unglaublichen Druck, den Bakugo auf seinen Schultern immer wieder spürt. Dann fliehen sie wieder und wir schauen uns die anderen Plätze an. Also überlegt
Spider-Man-Auftritt hin und fesselt Todoroki. Shoto bemerkt seinen Fehler, dass er sich mit Momo nicht beraten hat und Momo hat ein großes Problem mit ihrem Selbstvertrauen. Das gibt Todoroki aber wieder, er vertraut in ihren Plan und damals bei der Klassensprecherwahl hat er Momo seine Stimme gegeben. Wow, das ist das lameste Power-Up ever. Naja, mit einem Blindkratzer lenkt sie Aizawa ab und befreit Todoroki. Sie laufen weg und beim Blinzeln von Aizawa, weil er noch vom Angriff der Schurken geschwächt ist, setzt Todoroki seinen Gletscher ein. Dann macht Momo aus ihren beiden Waffen die Waffe von Aizawa nach. Sie trägt also Aizawa aus und da Momos nachgemachte Waffe anders ist als die von Aizawa, dehnt sie sich bei den Flammen von Todoroki und erwischt Aizawa eiskalt, womit sie ihn fangen können. Und ja, währenddessen hat All Might die beiden eingeholt und platt gemacht. Wie es geschehen ist, ist ganz einfach. All Might war wie ein Blitz, hat sie eingeholt und Bakugos Spielzeug zerstört. Bakugo haut dann den Freezer raus. Ja, verdammt, er ist der stärkste Held, die höchste Mauer dieser Welt. Das hat er halt echt so gesagt, Leute. Bakugo will aber nicht verlieren, bombt sich raus und wirft Deko zum Ziel, doch All Might kommt dazwischen. Bakugo geht dann Risiko, er schießt seine volle Kraft ohne Handschuh ab und selbst danach wirft er sich ein weiteres Mal in den Weg, damit Izuku ins Ziel kommt. Doch Deko, der Idiot, geht zum Gegenangriff über, trifft aber All Might und erreicht zusammen mit Bakugo das Ziel. Also schauen wir mal auf die anderen. Fumikake und Tsuyu können sich zusammen gegen Schattentopgänger Kun durchsetzen. Der D-Dex, der eigentlich ein Tier ist, was seine super Klugfähigkeit hat, fragt mich nicht, wie in Teufels Namen die Fähigkeit, die eigentlich Menschen gehören sollte, auf ein Tier übergesprungen ist. Das ist mehr als krank, diese Antwort zu erfahren. Wie dem auch sei, er macht Denki und Mina fertig. Kyokas Ohren bluten dann wegen Mikes schlechten Gesang, aber durch Anima können sie die Insekten auf ihn hetzen und gewinnen. Hammer. Kirishima und Jojo haben dann einen Jojo-mäßigen Auftritt, aber Leute, komm schon. Gegen Best Boy Cementos würde nicht einmal Prime All Might gewinnen. Das ist ein Fakt. Tenya und Schwanzboy haben Ausschrieb bestanden. Ochako hat dann einen Herzinfarkt, der aufgeflogen ist, dass sie auf Deko fliegt. Aber dadurch konnten sie Nummer 13 besiegen. Mezu und Toru haben ebenfalls offscreen gewonnen. Und Mineta steht mal seinen Mann, obwohl Hunter K.O. ist hinter seinem Tape, um Midnights Duft zu entkommen. Er setzt sie fest und überquert die Zielgerade. Wow, Mineta hat klug agiert. Damit ist die Prüfung zu Ende und wir sehen uns die Liga der Bösen an. Wir haben nämlich zwei neue Mitglieder, Himiko Toga, aka dein Crush, der mehr als krank ist, und Dabi, ganz sicher nicht, Todorokis Bruder. Kurogiri konnte dann nochmal ein Töten von allen verhindern. Denki, Mina, Kirishima und Jojo haben zwar verkackt, kommen aber trotzdem mit, es war wieder mal ein Prank von Aizawa, dass diejenigen, die nicht bestehen, nicht mitkommen. Vor dem Camp gehen sie also nochmal shoppen. Alle stürmen los und Deku levelt Ochako alleine. Was wohl heißt, sie haben ein Date. Doch sie trennen sich, da Ochako immer noch Probleme mit ihrem Crush hat. Deshalb trifft Shigaraki auf Deku. Er will aber nur mit ihm reden. Wenn er Deku töten würde, würde er zwar geschnappt werden, aber bis dahin würden mindestens 30 andere draufgehen. Also bleibt Deku erstmal ruhig. Shigaraki benutzt Deku nämlich als Therapie, weil er mad ist, dass Stain mehr Aufmerksamkeit als er bekommen hat. Deku findet, dass man an Stain wertschätzen kann, dass er sein Leben nach einem Ideal ausgerichtet hat. Mit einer extrem schönen Fratze kommt Shigaraki auf den Schluss, dass das Urproblem bei All Might liegt. Ochako kommt dazu und entschärft die Situation. Shigaraki haut ab. Aber Deku fragt ihn, was All For One überhaupt will. Doch eine Antwort gibt es nicht wirklich. Shigarakis neues Ziel, die Gerechtigkeit zu zerstören, indem er All Might umbringt, und Dekus Ambition, das zu verhindern. Diese beiden Schicksale werden früher oder später aufeinander führen. All Might holt Deku auf der Polizeistation ab und sie reden darüber, dass All Might nicht alle retten kann und deswegen immer lächelt, um die Herzen der Leute zu erreichen. Und das, meine Freunde, war alles von Staffel 2 von My Hero Academia. Also Leute, die Staffel 2 ist damit geschafft. Ich hoffe, ihr draußen habt die Staffel 1 auch in Minuten schon konsumiert. Wenn nicht, könnt ihr das gerne nachholen. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir nähern uns Staffel 3, dem vorerst Ende von My Hero Academia. Aber keine Sorge, ich habe einen spicy Ersatz für euch, den ich bald enthüllen werde. Aber habt noch ein wenig Geduld. Wie dem auch sei, für My Hero Academia Staffel 3 in Minuten. Nächste Woche Samstag um 11 Uhr würde ich sagen, auf das Video hier 10.000 Likes. Dann kommt es, wie gesagt, wie immer sofort eine Woche drauf. Also, ich verlasse mich hier auf euren Support. Schreibt mir in die Kommentare, was war eure Lieblingsstelle aus dieser Staffel 2. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr mehr alle Minuten Action haben wollt, checkt die Playlist oder auch Pokémon Minuten auf dem Zweitkanal aus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein!